erstmal ist mir wichtig, dass es gut ausschaut, weil ich glaube, als Frau ist es immer wichtig, dass man auch sich in den Sachen wohlfühlt, dass man ein gewisses Persönlichkeitsgefühl auch hat, wenn man auf dem Platz ist, dass man sich damit identifiziert und dass man einfach ein Gefühl der Schönheit hat, sage ich jetzt mal so. Ja, meine Tennistasche wäre ganz gut, denke ich mir. Ein paar Tennisschläger wären nicht schlecht. Grundsätzlich sind es aber wahrscheinlich meine Energiegels, die ich habe, und mein Schweißgel für die Hände, wenn es wirklich warm wird, dass halt mir der Schläger nicht abrutscht. Das sind so die zwei wichtigsten Utensilien neben meines Tennisschlägers. Sicherlich haben da sich über die Jahre hin welche entwickelt in meiner Tennistasche. Ganz ehrlich, ich sehe es immer, wenn ich Tennistaschen, wieder neue Tennistaschen bekomme, dass ich wirklich, wenn ich umräume, sehe ich erst eigentlich, was sich in der Tennistasche so angestaut hat. Aber so explizit, dass ich jetzt etwas, wo ich sage, nee, das packe ich explizit in die Tennistasche, kann ich eigentlich nicht sagen. Also die Kollektion von diesem Jahr finde ich sehr, sehr schön. Für mich sind immer knallige Farben sehr schön, also sprich die von den Australian Open, jetzt auch von den French Open. Ich mag es sehr gern, schöne Farben zu tragen. Ich glaube, wenn man in der Sonne spielt, ganz braun wird, dass es einfach ein gutes Matchup ist mit den Klamotten zusammen. Also die aktuelle finde ich sehr, sehr schön. Advantage You.